Yo, meine Lieben, willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Es ist wieder Sonntag, das heißt, ich habe wieder einen Market Watch für euch vorbereitet. Wir werden das Giveaway auflösen und ich hoffe natürlich, dass ihr das Wochenende bis dato gut genießen konntet. Was habe ich so gemacht? Mein Wochenende war relativ ruhig. Ich habe so ein bisschen die Europameisterschaft in Utrecht verfolgt. Ich habe einmal ein Duell gesehen, das fand ich mega interessant. Und zwar war das Gold Pride Punk gegen Dragon Link. Tatsächlich muss man da sagen, hat der Würfelwurf, glaube ich, das jedenfalls entschieden. Der Dragon Link hat es gewonnen. Ich glaube auch, wenn man bei Gold Pride Punk weiß, wo man ansetzen muss, wo man was interrupten muss oder sonstiges, dann sieht es auch nicht gut aus für das Deck. Und wenn du gerade das erste Mal auf diesen übertrieben geilen Kanal gestoßen bist, dann lade ich dich herzlich ein, Teil der Community zu werden, indem du jetzt vielleicht den Abo-Button drückst. Und wenn dir das Video natürlich gefallen sollte, kannst du natürlich auch gerne ein Like da lassen. Denn immer noch über 50% von euch haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Und ihr würdet mich natürlich riesig motivieren, beziehungsweise mich auch unterstützen auf dem Weg zu 4000 Abonnenten. Und damit jetzt erstmal genug davon. Wir beginnen jetzt erstmal mit der Auflösung des Giveaways. Hier befinden wir uns auch direkt schon auf der Seite. 36 Kommentare gab es. Wir schauen mal, wer gewonnen hat. Gewonnen hat Charles Montgomery Burns. Geiler Name. OCG-Sets sind einfach nice. Freue mich schon auf die Rarity Collection. Hashtag God of Cards. Ja, auf die Rarity Collection freuen wir uns, glaube ich, alle. Ich habe auch schon überlegt, ob ich aus Kanada so ein ganzes Case bestelle. Wird aber extrem teuer, von daher muss ich das noch ein bisschen abwägen. Aber die Rarity Collection wird auf jeden Fall heftig. Gut, mein Lieber, wenn du das hier siehst, ne, schreib mich gerne über Discord oder Instagram an, damit wir dann alles Weitere dort klären können. Ansonsten war es das jetzt mit dem Giveaway und wir machen weiter mit dem Market Watch. Und bei dem Market Watch wollen wir erstmal mit den Staples nochmal aus dem neuesten Battles of Legend beginnen. Und zwar schauen wir uns hier das schwarze Loch an. Diese Staples, die wir uns jetzt hier nochmal anschauen, werdet ihr so günstig in dieser krassen Rarität nicht nochmal bekommen in nächster Zeit. Wenn du davon dir ein Playset gönnen möchtest, bist du jetzt bei 1,33 € die Kopie, 1,35 € die Kopie oder hier 1,40 € die Kopie. Dann schauen wir uns Buch der Verfinsterung an, auch noch ein guter Stable gerade in unserem derzeitigen Format. Auch hier kostet dich dein Playset in Secret Rare 89 Cent oder hier dann 93 Cent. Sicherlich könnt ihr die ganzen Staples, die wir uns jetzt anschauen, auch noch in günstiger bekommen, denn es gibt ja die eine oder andere Rarität sogar in Common, beziehungsweise vielleicht sogar in Rare oder Super Rare. Jetzt schauen wir mal weiter mit Super Poli und da schauen wir uns auch natürlich die Secret Rare an. Du bist hier schon bei deinem Playset jetzt schon bei 3,66 €, 3,75 € oder hier nochmal 3,75 € die Kopie. Du siehst schon anhand des Preisgrafen, dass sie natürlich extrem gedroppt ist, wie es halt immer so ist, bevor ein Set released wird. Aber die erholt sich langsam und wird bestimmt wieder so eine 8-10 € Karte. Dann wollen wir uns mal Gefahr Nessie anschauen. Auch eine gute Karte, die beste aus meiner Sicht ja aus den, von den Dangers. Und die ist jetzt schon über 1 Euro. Wir sind jetzt hier bei 1,13 €, 1,19 € oder hier nochmal 1,19 € die Kopie. Dann wollen wir uns mal den Angriff Synchron anschauen. Und ich glaube, dass die Karte durchaus viel Potenzial mit sich bringt. Denn wir können sie halt for free spezial bestellen. Also sie kostet uns zwar 700 Lebenspunkte. Und wir müssten dann mit auf jeden Fall eine Synchro-Beschwörung durchführen, solange sie auf dem Board liegt. Aber an sich ist sie halt wirklich krass, vor allem der Friedhofseffekt. Lest euch den mal durch, ich will jetzt hier nicht das Video extra lang machen. Ist auf jeden Fall krass. Also ich feiere die Karte so ein bisschen, man kann sie halt wirklich in diverse Synchro-Decks reinhauen. Von daher sehe ich hier auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Hier ist halt nur die Frage, wirst du die Karte auf 1 spielen, auf 2 oder auf 3? Das ist natürlich noch nicht so raus. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, welches Deck du spielst und ob du sie vielleicht hart auf der Hand sehen möchtest. Wenn du jetzt natürlich Synchron spielst, wirst du sie wahrscheinlich nur auf 1 spielen, da sie halt suchbar ist. Bei anderen Decks sieht es halt da tatsächlich schon ein bisschen anders aus. Wenn du sie nur auf 1 spielen möchtest, bist du hier bei 5 €, 5 €, 5,20 €. Willst du sie auf 2 spielen, bist du hier bei 5,75 € oder willst du ein Playset haben, da bist du bei 5,85 € die Kopie, 5,95 € oder hier nochmal 5,95 €. Also sie geht mittlerweile auf ihre 6 € zu. Ich glaube, ich habe mir meine fehlende Kopie noch für 4,50 € oder so geholt. Also man sollte hier vielleicht auch nicht mehr allzu lange warten. Dann wollen wir uns wahrscheinlich eine der besten Karten aus dem ganzen Set anschauen, und zwar die Azalea. Und du siehst schon anhand des Preisgrafen, dass sie unfassbar in die Höhe schießt. Wir haben jetzt auch die 20 € schon geknackt. Du wirst in der Regel nur eine Kopie brauchen. Sie findet sogar schon Anwendung in diversen Decklisten. Ich habe es ja, gestern habe ich, glaube ich, das Video dazu hochgeladen. Da wurde sie schon in dem einen oder anderen Deck gespielt.
Deine eine Kopie kostet dich hier 20 Euro, 20,50, 20,90. Ich glaube, auch bei Sky Striker wirst du wahrscheinlich nur eine Kopie darin spielen. Dann wollen wir uns natürlich noch den Zeus anschauen. Natürlich einer der besten Reprints, die es in dem Set gibt. Und deine eine Kopie kostet dich hier nur 17,99, 18 Euro, 18 Euro. Aber du siehst auch hier anhand des Preisgrafen, dass die Karte wieder etwas gestiegen ist. Ich glaube auch, dass die Karte relativ zügig ihre 20 Euro durchbrechen wird. Dann als nächstes Duality. Finde ich eine Karte mit sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Die Karte findet, glaube ich, auf jeden Fall in nächster Zeit sehr viel Anwendung in Branded. Du kannst sie aber theoretisch in jedes Finsternis bzw. in jedes Lichtdeck reinhauen. Du wirst diese Karte auf jeden Fall auf 3 spielen müssen, da du dir sie bis jetzt nicht suchen kannst. Dein Playset kostet dich zurzeit 13,49, 13,49, 13, nee hier, 13,50 dann schon. In Branded kannst du zum Beispiel den Dragoon for free spezial beschwören, indem du zum Beispiel mit Nadir Servant dann Dogmatica Maximus als Tribut anbietest. Ist extrem stark. So, als nächstes dann die Punk-Monster. Und da wollen wir uns jetzt mal nur die Fuchsmelodie anschauen. Du siehst schon anhand des Preisgrafen, dass sie langsam wieder nach oben geht. Ja, gute Karte, gute Engine. So muss man es ganz klar sagen. Du wirst von dieser Karte ein Playset brauchen und bist hier bei 6,40 €, 6,42 € oder hier 6,44 € die Kopie. Aufgrund der Weapons von den ganzen Punks sind natürlich die Goldstolz-Karten gestiegen. Unter anderem wollen wir uns hier die Menge spielt verrückt mal anschauen. Die ist relativ gleichbleibend, weil sie jetzt nicht so viel Anwendung findet. Das könnte sich aber vielleicht in naher Zukunft bzw. auch vielleicht in ferner Zukunft mal ändern. Ist auch eine Secret-Ware, von daher sollte man das immer mal im Blick behalten. Dein Playset kostet dich hier zurzeit 2,90 €, 2,95 €, 3 Euro die Kopie. Aber in diversen Decklisten habe ich gesehen, dass man die Karte bisher nur auf 1 spielt. Und da wärst du hier bei 2,19 €, 2,43 € oder hier 2,44 € dabei. Dann wollen wir uns noch den Leon anschauen. Und du siehst schon, der ist förmlich wieder explodiert. Da kostet dich dein Playset mittlerweile 14,38 €, 14,49 €, 14,49 € die Kopie. Dann noch den Ballroller, den wollen wir uns auch anschauen. Es gibt Decklisten, da wird auf 1 gespielt. Es gibt Decklisten, da wird auf 2 gespielt. Wenn du davon nur eine Kopie brauchen solltest, bist du hier bei 5 Euro, 5 Euro, 5,40 Euro. Brauchst du 2 Kopien, bist du hier bei 5,95 Euro. Oder dann hier bei 6,34 Euro, 6,35 Euro die Kopie. Dann wollen wir uns natürlich noch mehr Glück beim nächsten Mal anschauen. Eine Karte, die tatsächlich so die Brücke bildet zwischen Punk und Goldstolz. Du wirst diese Karte auf jeden Fall brauchen. Es gibt aber auch Decklisten, da wird sie nur auf 2 gespielt. Ich habe auch schon eine gesehen, da wird sie nur auf 1 gespielt. Du kannst sie aber auch auf 3 spielen, damit du sie auf jeden Fall hart auf der Hand hast. Wenn du nur eine Kopie spielen möchtest, bist du hier bei 8,45 Euro, 8,50 Euro, 8,99 Euro. Willst du 2 Kopien spielen, bist du hier bei 10 Euro. Willst du ein Playset haben, bist du hier bei 11,49 Euro, 11,50 Euro, 11,90 Euro die Kopie. Dann wollen wir uns nochmal den Firewall-Verteidiger anschauen und du siehst schon, dass diese Karte extrem gedroppt ist. Liegt natürlich daran, dass wir die Banlist bekommen haben und Malphmec da den Circular und nur auf 1 hat. Aber die Karte erholt sich so langsam, von daher kann ich dir hier nur raten, wenn du damit oder mit dem Gedanken generell spielst, dir diese Karte ranzuholen, dann mach es am besten jetzt. Denn du bist jetzt hier wieder bei dem Release-Preis dieser Karte, das heißt, du bist hier bei 5,89 € beim Playset, 6,49 € oder 6,79 € die Kopie. Dann wollen wir uns noch den Coach König Riesentrainer anschauen. Wir haben schon mal über diese Karte gesprochen. Ich habe sie auch in meinem Jetzt-Kaufen-Video vorgestellt. Du wirst diese Karte als One-Off brauchen, wenn du Horus spielen möchtest. Und da bist du zurzeit bei 3,90 €, 3,99 €, 3,99 €. Auch hier kann ich dir nur raten, hol dir jetzt deine Kopie ran. Wenn natürlich diese Karte gereprintet wird, wird sie natürlich auch im Preis fallen. Aber bisher ist kein Reprint in Sicht. Dann wollen wir uns mal Gefängnis der Scheußlichkeit anschauen. Denn auch dieser Archetype kriegt Support und der kann sich durchaus sehen lassen. Es wird damit tatsächlich kein Tier 1 Deck, aber es kann auf jeden Fall wieder deutlich besser mithalten. Du wirst von dieser Karte ein Playset brauchen, weil diese Karte dir halt jedes Unchained Monster sucht. Und du bist jetzt hier bei deinem Playset bei 8,45 €, 8,49 € oder hier 9,89 € die Kopie. Dann wirst du natürlich auch die losgekettete Scheußlichkeit brauchen. Ob du die Karte auf 2 oder auf 1 nur spielst, bleibt natürlich dir überlassen. 2 Kopien kosten dich hier 8 Euro, 8,89 € oder dann hier 8,94 € die Kopie. Tatsächlich kann man diese Karte auch in Manadium spielen, beziehungsweise in jedem Deck, wo du halt hochlinken kannst. Und ist halt immer noch ein gutes, ein klassisches Monster. Als nächstes wollen wir uns mal den Astrolaut anschauen. Der hat Potenzial, finde ich, noch zu steigen, wenn Manadium den neuen Support bekommt, beziehungsweise wenn Manadium extrem gut abschneiden sollte dann. Du wirst von dieser Karte 2 Kopien brauchen und bist dabei 10,89 € die Kopie, 11,42 € oder 11,43 €. Auch hier gilt, ich glaube nicht, dass diese Karte wirklich unter 10 Euro droppen wird, von daher kannst du hier eigentlich schon zuschlagen. Als nächstes wollen wir uns wieder den Trügischen Herrscher anschauen und du siehst schon,
Die Karte ist tatsächlich gestiegen. Wir haben schon über diese Karte gesprochen. Ich hoffe, meine Community hat sich bereits mit ihren Kopien dazu eingedeckt. Ansonsten bist du jetzt hier schon bei deiner einen Kopie, die du nur brauchst, bei 5 Euro, 5,98 Euro oder 5,99 Euro. Bedeutet, wir gehen hier locker leicht auf die 6 bis 7 Euro zu. Als nächstes wollen wir uns das große Willkommens-Labyrinth anschauen. Labyrinth performt ja gerade sehr, sehr gut tatsächlich. Dinkabui hat es ja vorgemacht. Und diese Karte wird kein Reprint bekommen in der TIN, die anderen Karten schon. Und deswegen steigt diese Karte natürlich an. Du wirst von dieser Karte ein Playset brauchen und bist dabei 7,49 Euro, 7,74 Euro oder 7,95 Euro, 75 dabei. Ist mitunter die beste Karte tatsächlich aus dem Archetype, weil sie dir halt selber noch ein Monster bounce und du dadurch halt deine ganzen Effekte eventuell triggern kannst. Als nächstes wollen wir uns noch den Disparter anschauen. Auch eine Karte, die Potenzial hat, nochmal zu steigen, da sie halt immer mehr Playset in diversen Decks tatsächlich. Ja, und du bist bei der einen Kopie, die du brauchst, bei 12,45 Euro, 12,48 Euro oder hier 12,49 Euro. Ich kann dir auch nur da sagen, ich finde das noch relativ günstig. Von daher kannst du die eigentlich ja, ruhig kaufen. Als nächstes Dwighter Nova. Ein Deck, was gerade sehr, sehr wenig Play sieht, liegt natürlich auch unter anderem an den ganzen Bürstiers, die gespielt werden. Sollten die Bürstiers mal rausrotieren, dann kann ich mir vorstellen, dass Dwighton wieder ein gutes Deck werden könnte. Und Dwighton kriegt ja auch indirekten Support durch Urs Arktisch. Das sollte man sich auch mal anschauen. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. Und von daher kann sich jetzt tatsächlich ein Kauf lohnen. Denn die Karte hat bisher auch nur einen Print und ein Reprint ist auch nicht in Sicht. Du bist jetzt hier bei deinem Playset bei 21,50, 21,98, 22 Euro. Und Dwighton ist tatsächlich immer noch First Turn. Krass, also leg dir ein gutes Board, entweder kannst du nichts spezial beschwören oder sie gehen halt über den dunklen Magier Chaos Max oder so heißt der, der halt sagt, dass du keine Monstereffekte in diesem Spielzug aktivieren kannst, also der Gegner. Das ist halt auch sehr, sehr gut tatsächlich. Dann wollen wir mal weitermachen mit dem TG Hyperbibliothekar. Und du siehst schon anhand des Preisgrafen, dass sie steigt tatsächlich. Denn diese Karte wirst du in Synchron höchstwahrscheinlich spielen, da du da eine Synchronbeschwörung nach der anderen durchführst und du kannst dann gefühlt bis zu 7 Karten nachziehen. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Du bist jetzt hier bei der einen Kopie, die du nur brauchst, beziehungsweise auch nur spielen darfst, bei 2,39 Euro, 2,44 Euro, 2,44 Euro. Möchtest du dich mit der Secret Rare eindecken, dann bist du schon deutlich teurer. Hier bist du bei 17,50, 17,50, 18,31. Als nächstes wollen wir uns noch den schnuppigen majestätischen Sternendrachen anschauen, denn diese Karte hat auch nur einen Reprint und auch diese Karte könntest du unter anderem in Synchron spielen. Die eine Kopie kostet dich zurzeit 7,25 Euro, 7,39 Euro, 7,49 Euro. Ob diese Karte wirklich Play sehen wird, bleibt natürlich abzuwarten, aber man sollte sich auf jeden Fall mal mit der Karte auseinandersetzen und sie beobachten. Als nächstes wollen wir uns zusätzlich dazu noch Ankunft im Licht anschauen. Auch eine Karte aus Dawn of Majesty, die bisher nur einen Print hat. Du bist hier bei deiner einen Kopie, die du wahrscheinlich auch nur spielst in Synchron, bei 4,49 Euro dabei, 4,85 Euro oder 4,89 Euro. Die Karte ist gar nicht so schlecht. Immer wenn du eine Synchronbeschwörung durchführst, kannst du einmal pro Spielzug eine Karte ziehen. Ist vielleicht ganz nice. Ansonsten wollen wir uns noch Himmlischer Doppelstern Schamane angucken. Auch eine Karte, die du unter anderem in Synchron spielen kannst. Lest euch den Effekt durch. Ist gar nicht so schlecht, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Die eine Kopie, die du brauchst, kostet dich zurzeit 3,12 Euro. Das ist wirklich sehr, sehr günstig zurzeit. Ansonsten geht es hier weiter bei 4,64 Euro, 4,79 Euro, 4,89 Euro. Und auch diese Karte kann natürlich nur tendenziell teurer werden, weil sie auch nur einen Print hat. Dann als nächstes wollen wir uns die Engage anschauen und du siehst schon anhand des Preisgrafen, dass die Karte wieder etwas gestiegen ist. Du bist jetzt hier bei 8,75 Euro, 8,99 Euro dabei, beziehungsweise dann hier schon wieder bei 9,70 Euro die Kopie. Man sollte Skystriker nicht abschreiben. Skystriker kann hier und da immer noch toppen und vielleicht kommt die Engage ja sogar auf 3 zurück und dann könntest du dank Stoß der 3 Taktiken Engage förmlich auf 6 spielen und das ist natürlich sehr, sehr gut. Als nächstes wollen wir uns noch den Nachbrenner dazu anschauen, denn der letzte Print dieser Karte war 2019 und das macht sich so langsam auch im Preis dieser Karte bemerkbar, denn Skystriker hat halt immer noch sehr viele Fans. Du wirst diese Karte mindestens auf einmal spielen, da bist du bei 6,99 Euro oder 7,99 Euro, aber wir haben uns ja auch gestern eine Decklist dazu angeschaut und da wurden tatsächlich 2 Kopien gespielt, da bist du bei 8,48 Euro, 8,49 Euro oder dann hier schon fast bei 9 Euro die Kopie. Ja, was soll ich sagen? Ist halt immer noch sehr solide tatsächlich Skystriker. Als nächstes wollen wir uns Appaloosa anschauen. Auch eine Karte, die tendenziell nach Duelist Nexus wieder mehr Play sehen könnte. Vor allem natürlich im Manadium bzw. halt anderen Decks, die viel aufs Board bringen wollen.
Und da bist du zurzeit bei deiner Einkopie bei 6,90 Euro, 7 Euro, 7 Euro, 7 Euro, 29. Eine Karte, die auf jeden Fall auf lange Sicht ihre 10 Euro wieder knacken wird. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber wahrscheinlich nächstes Jahr dann. Dann wollen wir uns noch den Zugangskodiersprecher angucken. Auch eine Karte, die tendenziell wieder mehr Play sehen könnte. Du bist jetzt hier bei 34, 44, 35 Euro, 35 Euro, 35 Euro. Auch hier kann ich dir eigentlich nur raten, die Karte am besten so früh wie möglich zu kaufen, da ich nicht glaube, dass die Karte in erster Linie wieder einen Reprint bekommt. Und die Karte hat tatsächlich das Potenzial, wieder ein bisschen zu explodieren, weil es halt einfach eins der besten Link-Monster ist, das wir jemals bekommen haben. Als nächstes wollen wir uns den Dragoon anschauen, denn ich habe es ja bereits gesagt, Duality mit Dragoon funktioniert eigentlich sehr, sehr gut und das macht sich ja auch anhand des Preisgrafen langsam bemerkbar. Der Dragoon kostet dich, du brauchst zum Glück nur eine Kopie, ja, also beruhigt euch, der kostet dich trotzdem hier schon 20 Euro, 20,75, 20,85. Wenn du gern Playset haben möchtest, bist du hier tatsächlich auch schon bei 20 Euro dabei. Die Kopie natürlich und du kriegst hier sogar Amis. Das ist ja auch gar nicht so schlecht. Das heißt, im Amiland waren die auf jeden Fall deutlich günstiger, weshalb dort wieder ein paar Leute eingekauft haben. So, und als nächstes wollen wir uns noch den Graues Engel anschauen. Und du siehst schon anhand des Preisgrafen, dass die Karte wieder gestiegen ist und jetzt wieder ein bisschen gedroppt ist. Aber wir sind hier trotzdem bei 50 Euro und ich glaube, unter 50 Euro wird die Karte wahrscheinlich nicht mehr droppen. Von daher könnte man vielleicht schon fast sagen, du bist zu spät für diese Karte. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass diese Karte noch unfassbares Potenzial tatsächlich hat nach oben. Bedeutet, die Karte kann tatsächlich locker ihre 55, vielleicht sogar bis 60 Euro gehen. Je nachdem, wie stark vielleicht Manadium oder auch Synchron vertreten sein wird in der Zukunft. Gut, nächste Karte, die wir uns anschauen wollen, ist Stoß der drei Taktiken. Auch eine Karte, die immer mal dort Play sieht, da Play sieht, ins Geistwerke natürlich fast unverzichtbar ist. Die einen sagen, die Karte ist Trash, die anderen sagen, die Karte ist so unfassbar gut. Ich finde die Karte persönlich auch sehr, sehr gut, aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn man die Karte nicht so mag, denn man ist hier natürlich immer abhängig vom Gegner. Aktiviert der Chem-Monster-Effekt, ist die Karte halt einfach tot. Deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen. Ah, schwierig tatsächlich. Also ich habe mir mein Playset schon gegönnt, von daher kann ich eigentlich... Ja, ich finde immer noch 66 Euro hier ist teuer, ja, gehe ich komplett mit. Oder hier 67 Euro oder hier auch nochmal 67 Euro. Ich möchte an dieser Stelle auch keine Kaufempfehlung aussprechen. Macht euch am besten ein eigenes Bild von dieser Karte. Als nächstes wollen wir uns Rescue Ace nochmal anschauen und zwar nochmal den Hydranten. Denn die Karte hält sich tatsächlich permanent bei ihren 25 Euro im Playset. Also wir sind hier bei 24 Euro, 24,95, 24,98, 24,99 die Kopie. Ich weiß nicht, im OCG ist das ja förmlich ausgerastet, ich glaube aber bei uns wird das tatsächlich nicht so der Fall sein. Ich bin echt gespannt, wenn der Support da ist, vielleicht werde ich ja dann auch eines Besseren belehrt. Würde mich ja freuen für die ganzen, die jetzt vielleicht schon investiert haben, aber ich sehe es tatsächlich noch nicht so. Dann wollen wir uns natürlich noch dazu den Turbulenz anschauen, auch eine Karte, die tendenziell sogar auf 2 gespielt wird, jedenfalls im OCG. Und da bist du hier bei 5,80 Euro, 5,85 Euro oder 5,95 Euro, ist auf jeden Fall deutlich günstiger als der Hydrant. Als nächstes wollen wir nochmal einen Blick werfen auf das verhängnisvolle Abenteuer, die hat sich endlich mal wieder ein bisschen erholt und ich hoffe, ihr kauft diese Karte nicht, da sie tendenziell oder höchstwahrscheinlich sogar einen Reprint bekommen wird in der TIN 23. Wenn du natürlich nicht abwarten kannst und jetzt unbedingt diese Karte brauchst für diverse Turniere, dann musst du halt hier in den sauren Apfel beißen. Du bist jetzt bei der einen Kopie, die du von dieser Karte nur brauchst, bei um die 10 Euro hier. Finde ich halt immer noch viel zu teuer irgendwie. Als nächstes wollen wir mal auf den Puppet King zu sprechen kommen. Warum gucken wir uns diese Karte an? Liegt daran, dass ich ja dank God of Cards tatsächlich das neueste Battles of Legend öffnen konnte und da waren einige Puppet-Karten drin, die habe ich mir durchgelesen und ich fand die vom Effekt gar nicht mal so bad und da habe ich einfach mal geguckt, was gibt es denn noch so für Puppen, ja, also Puppenkarten und da bin ich so ein bisschen auf ihm hängen geblieben. Er hat nur einen Print und er ist auch ein bisschen gestiegen nach Release des Sets. Er geht jetzt hier seine 6 Euro, 6 Euro, 6 Euro, 6 Euro 66, 6 Euro 93. Ich finde den Effekt aber gar nicht so krass. Wenn dein Gegner sich eine Monsterkarte seiner Hand hinzufügt, kannst du dieses Monster spezial beschwören. Finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich finde ja auch generell die ganzen Puppenmonster oder generell die ganzen Puppenkarten sind jetzt nicht so insane, die es bisher gab. Als nächstes wollen wir uns mal den Hero des Bogenlichts anschauen, weil dieses auch tendenziell ein valides Target sein könnte für... den Aluba, der nahe von Despia, denn du kannst ja danach immer noch, du musst nicht über die Branded Fusion dann kommen, du könntest danach immer noch über Nadi Servant halt immer noch weiterspielen und dann im gegnerischen Turn den Gimmick Marionettenlock legen, du hast dann hier einen Dimensionsriss plus Omni Negate
Und ja, ist vielleicht auch nicht so verkehrt und ist eventuell eine günstige Alternative zum Dragoon. Von daher sollte man sich das auf jeden Fall mal angucken. Du brauchst auf jeden Fall von dieser Karte nur eine Kopie und bist dabei 5,30 €, 5,39 €, 5,49 €. Wem die Rarität aus dem Goldset nicht so gefällt, der kann die auch in Ultra kaufen. Kostet fast ähnlich viel. Du bist hier bei 5,35 €, 5,55 € oder 5,80 € die Kopie. Als nächstes wollen wir uns mal den Drei-Klingen-Meister anschauen. Und ich muss gestehen, ich habe dieser Karte so ein bisschen Unrecht getan. Die ist doch gar nicht so schlecht. Sie kann theoretisch den Korallendrachen ersetzen, beziehungsweise auch den Stardust Warrior, der uns auch eine Karte ziehen lässt. Von daher nicht so schlecht. Und du kannst theoretisch, wenn du drei Monster für die Synchrobeschwörung verwendet hast, alle drei Effekte verwenden. Und das bedeutet, du kannst eine Karte auf dem Board schießen, du kannst eine Karte ziehen und diese Karte können wir noch als Tuner verwenden. Ist vielleicht wirklich nicht so schlecht. Von daher kann man diese Karte vielleicht als günstige Alternative sich vielleicht jetzt ranholen. Ihr seid jetzt bei der einen Kopie, die ihr nur braucht, bei 20 Cent, 20 Cent, 20 Cent. Ich glaube auch nicht, dass die Karte wirklich deutlich teurer wird. Also wir haben hier auch 4039 verfügbare Artikel. Tendenziell werden es ja noch mehr verfügbare Artikel, weil dieses Set sich ja wirklich sehr gut verkauft. Gut, als nächstes wollen wir uns mal Chaos Imperator, der Drache des Armageddon, anschauen. Ich habe erst eine Deckliste gesehen, da wurde er gespielt, und zwar in Dragonlink. Und da ist mir aufgefallen, der hat ja immer noch diesen einen Print nur, ne? Und da wollte ich mal schauen, was der jetzt so geht. Und der wird ja unter anderem noch in Thunder Dragon gespielt. Du bist jetzt hier bei der einen Kopie, die du nur brauchst, bei 40 €, 40 €, 41,59 €, 41,95 €. Ich persönlich hoffe natürlich, dass die Karte irgendwann mal einen Reprint bekommt, weil wir in erster Linie auch nicht mehr so viele verfügbare Artikel haben und die natürlich schon recht teuer ist dafür, dass man sie halt nur als One-Off spielt. Als nächstes wollen wir uns mal die Spiritistische Wasserkunst AOE anschauen. Und du siehst schon, dass die Karte so ein bisschen gestiegen ist. Wir haben aber genug Prints davon, beziehungsweise genug Karten sind im Umlauf. Wir haben hier immer noch 7049 davon. Du wirst davon aber ein Playset brauchen. Achso, wir können natürlich erstmal den Effekt klären. Wir können ein Wassermonster als Tribut anbieten und dann dürfen wir in die Hand des Gegners schauen. Dann lege eine Karte von seiner Hand auf den Friedhof. Wir können diese Karte wunderbar in Rika spielen, wir können diese Karte wunderbar in Manadium auch spielen. Ne? Du kannst da theoretisch ja auch auf dem Wasser-Synchro-Monster enden, beziehungsweise lässt einfach den, wie heißt der, den Meek liegen. Auch nicht so schlecht, wenn du diese Karte auf der Hand hast, weil Hand-Knowledge ist halt einfach unfassbar stark. Ich bin gespannt, ob Konami was unternehmen wird gegen diese Karte. Die ist natürlich nicht so generisch, das muss man ganz klar so sagen, aber sie gibt uns trotzdem wieder Hand-Knowledge. Und es gibt das ein oder andere Deck, was halt irgendwie ein Wassermonster aufs Board bekommt. Und dann ist das vielleicht schon ein Problem. Ich bin gespannt, wie Konami damit umgehen wird. Jetzt schauen wir erstmal, was uns das Playset kosten würde. Wir sind hier bei 7 Cent, 8 Cent oder 9 Cent die Kopie. Ist also noch sehr, sehr erschwinglich. Ich weiß gar nicht, ob ich davon was rumliegen habe. Vielleicht sollte ich mir auch mal was davon gönnen. Denn Rika ist halt immer noch ein cooles Deck. Mir macht das extrem viel Spaß. Und die sehe ich da tatsächlich drin. Muss ich ganz klar so sagen. So, meine Lieben. Und damit möchte ich auch den Market Watch beenden. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like da. Und wenn du immer noch kein Abonnent bist, kannst du das jetzt noch nachholen und unten den Abo-Button ballern. Ansonsten war es das jetzt mit mir. Ich wünsche dir noch ein restliches, schönes Wochenende. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Haut rein. Ciao.